Aber wir sind heute gekommen, um etwas zu hören zum Thema Automatisierung mit digitalen Zwillingen am Beispiel der Kanalsteuerung. Und dieses Foto sagt eigentlich schon alles zum Thema. Ein schöner sonniger Nachmittag, halbe Stunde nach einem starken Regen, hier direkt am Wissenschaftshafen, kommt da so Mischwasser raus. Mischwasser, was in die Elbe fließt, leider nicht besonders angenehm riecht. Ist ein sogenannter Mischwasserüberlauf, der unschön ist und den man zu vermeiden versucht. Aber nochmal einen Schritt zurück. Hier sehen wir zwei Fotos von wichtigen Verkehrsknotenpunkten in Magdeburg. Mindestens den oberen Universitätsplatz werden Sie kennen. Aber die Hallenser toppen uns. Der Riebeckplatz hat noch viel mehr Verkehrsaufkommen und er ist auch besser in der Öffentlichkeitsarbeit. Der Riebeckplatz hat seinen eigenen Wikipedia-Eintrag. Unten, vielleicht vielen hier in der Denkfabrik auch bekannt, das Samfang-Gebäude Ende 19. Jahrhundert hier im Hafengelände. Ein wichtiger Knotenpunkt im Magdeburger Abwassersystem. Etwa 90% des Magdeburger Abwassers kommen an diesem Punkt an, werden dann über Düker unterirdisch unter der Elbe durchgeführt zum Pumpwerk Krakauer Anger in der Nähe der Hochschule und von dort gepumpt zum Klärwerk Gerbisch. Also zwei wichtige Verkehrsknotenpunkte. Und da kommt es natürlich öfter mal vor, im Verkehr kennen Sie es, manchmal gibt es starke Belastung. Was kann man tun, wenn sich der Verkehr staut? Man könnte darüber nachdenken, die Straßen auszubauen, die Kapazität zu erhöhen. Möglicherweise hat man dann Engpässe an anderer Stelle. Man kann auch selber als Autofahrer über alternative Routen nachdenken. Ob man da vielleicht schneller und besser zum Ziel kommt. Die Verkehrsplaner können vielleicht so mit Ampelsteuerung versuchen, den Verkehr geschmeidiger zu gestalten. Oder wer es leisten kann als Autofahrer, fährt vielleicht früher oder später zur Arbeit, um nicht zur Raschauer durch den Verkehr zu müssen. Wie ist das im Kanalnetz? Das Kanalnetz ist dann auch eine wichtige Netzstruktur, oft sehr alt. Etliche Kanalrohre stammen noch aus dem 19. Jahrhundert und funktionieren dafür erstaunlich gut, aber müssen natürlich auch unter Umständen repariert und saniert werden. Im Gegensatz zum Straßennetz gibt es nicht so sehr viele Alternativrouten in der Regel im Kanalnetz. Ganz entscheidend. Eine wichtige Belastung im Kanalnetz, wie beispielsweise der Regen, kann nicht wirklich gesteuert werden. Man kann Autofahrer vielleicht dazu animieren, durch irgendwelche Maßnahmen doch lieber zu anderen Zeiten zu fahren, aber den Regen kann man nicht so gut im Griff. Was kann man im Abwasserkanalnetz tun? Man kann versuchen, Abflüsse zu koordinieren durch geschicktes Pumpen. Ausnutzung von Strängen. Man kann die Speicherkapazitäten, die man im System gleich hat, nutzen, geschickt nutzen, um dadurch den Verkehr im Kanal sozusagen etwas geschmeidiger zu halten und die Mischwasserüberläufe zu reduzieren. Hier nochmal als Systemskizze ein typisches Mischwasserkanalnetz. Mischnetz bedeutet häusliche Abwässer und Straßenabwässer. Also das, was vom also Niederschlag über die Gullys in den Kanal fällt, landet im selben Kanal. Im Kanalnetz Richtung Kläranlage. Da wird es in der Kläranlage gereinigt und dann das gereinigte Abwasser in der Regel in einen Fluss geleitet. Wenn es nun beispielsweise stark regnet, dann reicht unter Umständen die Kapazität des Kanalnetzes,
und der Kern lagert sich aus und das Wasser muss aber irgendwo hin. Dann wird es auch mal abgeschlagen über Überlaufbauwerke, dass durch Regenwasser sehr stark verdünnte Abwasser dann in den Fluss eingeleitet. So wie wir es in der Titelfolie gesehen haben. Und das sind ziemliche Mengen an Wasser und an Inhaltsstoffen, also pro Person und Jahr 70.000 Kubikmeter, 45 Kilogramm Fäkalien, 500 Liter Urin, plus all dem, was auch an industriellen Abwässern und dergleichen dazu kommt. Also eine Aufgabe, mit diesen Dingen umzugehen. Da die Ursache dieser Verschmutzung sind wir alle. Es sind nicht die bösen Kläranlagen, die den Fluss verschmutzen, sondern letzten Endes sind wir alle es. Und es ist dann unsere Aufgabe als Ingenieure, wie hier am IFAC zum Beispiel, Methoden zu entwickeln, wie man diese Abfluss- und Abwasserreinigungsprozesse verbessern kann. Aber auch eine gesellschaftliche Aufgabe, nicht nur das zu finanzieren, sondern auch sich dessen bewusst zu sein. Aktuelles Thema, Medikamentenrückstände, wie gehen Kläranlagen damit um? Da haben wir auch aktuelle Forschungsprojekte bei uns im Geschäftsfeld zu laufen. Hier eine kleine Reise durch Magdeburg. Was passiert mit Ihrem Abwasser, nachdem Sie die Klospülung betätigt haben? Wie gesagt, 90% des Abwassers gehen durch diesen Sandfang, dann unterirdisch aufs andere Elbufer zum Pumpwerk Krakauer Anger in der Nähe der Fachhochschule und von dort wird das Wasser gepumpt zum Klärwerk Gerbisch, wo das Abwasser gereinigt wird. Und bei starken Regenfällen, wie gesagt, kann es sein, dass stark verdünntes Abwasser in Einleitstellen am Steinufer oder auch hier am Wissenschaftshafen eingeleitet wird. So, das war Abwasser. Thema des Vortrages ist ja auch digitaler Zwilling. Was ist eigentlich ein digitaler Zwilling? Ich würde sagen, ein Buzzword, ein Modewort. Der ist überall in aller Munde. Von der Sache her eigentlich nichts Neues. Denn je nachdem, wie man digitaler Zwilling im Einzelnen definiert, ist es ein digitales Abbild der Realität. Abbilder sind in der Regel einfach dem entsprechenden Anwendungszweck angepasst. Oft im etwas engeren Sinne wird unter digitaler Zwilling ein online mitlaufendes Simulationsmodell mit einer Online-Anpassung des Modells verstanden. Auch das ist nichts Neues. Hier ein Ausschnitt aus einem Konferenzbeitrag von vor 30 Jahren zum Thema Kanalnetzsteuerung. Eine sehr schöne Beschreibung dessen, was man vielleicht heutzutage als virtuelle Inbetriebnahme bezeichnen würde. Der zentrale Steuerungscomputer weiß eigentlich gar nicht, ob er mit dem realen System oder mit einem Simulationsmodell gekoppelt ist. Also, eigentlich nichts Neues. Warum machen wir das jetzt eigentlich alles? Digitaler Zwilling ist nicht nur irgendwas in der Forschung, sondern wir nutzen es im Alltag. Jeder kennt diese Fahrplaninformation der Deutschen Bahn. Was ja im Grunde dann ein Abbild des sehr komplexen Zug- und Fahrplan-Netzwerkes ist, online angepasst wird an aktuelle Verspätungen und dergleichen, das nutzen wir täglich. Dieses Foto ist kein Fake, nicht manipuliert, sondern echt, ich hatte echt diese Anzeige, schneller ICE, der 94 Kilometer in 9 Minuten schafft. Illustriert die Notwendigkeit des Abgleichs des digitalen Zwillings mit der Realität. Worum man sich Gedanken machen muss, wenn man digitale Zwillinge entwickelt und einsetzt. Und alles spricht vom digitalen Zwilling,
Viele wollen das irgendwie haben. Zu klären ist, was genau soll mit dem digitalen Zwilling erreicht werden. Es gibt Anfragen, wir wollen einen digitalen Zwilling haben. Wenn man zurückfragt, wofür, was wollt ihr damit erreichen, was soll er können? Dann natürlich, man muss schon also überlegen, was soll mit dem digitalen Zwilling erreicht werden? Und dann natürlich die Frage, wie bekommt man einen digitalen Zwilling? Und dann die Frage, Vergleich mit der Realität. Für viele Fälle kann ein digitaler Zwilling sehr nützlich sein, für Steuerungs- und Regelungszwecke, Thema des heutigen Vortrages, aber auch schon, um ein System besser zu verstehen oder um einen solchen Zwilling für Schulungs- und Ausbildungszwecke zu nutzen. Und warum ist es heutzutage so spannend? Die heutige Rechnerleistung ermöglicht viele Dinge, die vor etlichen Jahrzehnten nicht oder nicht so gut möglich waren. Also auch wenn man vor 30 Jahren sich auch schon mit Online-Modellen beschäftigt hat, kann man heute noch mehr und vielleicht schneller und vielleicht glatter machen. So, wir haben über Kanalnetze gehört, wir haben über digitalen Zwilling gehört. Wir haben gehört, dass man also auch im Kanalnetz versuchen kann, die Abflussvorgänge bewusst steuernd einzugreifen. Und das ist Kanalnetzsteuerung. Ich gewinne aus dem Abwassersystem über Sensoren, Messgeräte, beispielsweise Wasserstandsmessungen oder Durchflussmessungen, möglicherweise Regenschreiber, Informationen über den aktuellen Zustand des Systems. Damit kann ich in einen Steuerungsalgorithmus hineingehen. Dieser Steuerungsalgorithmus liefert mir, wie auch immer, Entscheidungen, mit denen ich in das System aktiv eingreifen kann. Beispielsweise Öffnen, Schließen von Schiebern, Betrieb von Pumpen, etc. etc. Um jetzt solch einen Steuerungsalgorithmus zu definieren, muss man sich klar werden über die Ziele, was soll mit der Steuerung erreicht werden, und dann die Frage, wie entwickelt man solch eine Steuerung. Hier in einem Hause, wo viele Regelungstechniker unterwegs sind, sei noch der Hinweis erlaubt, in der Süßwasserwirtschaft spricht man von Kanalnetzsteuerung, obwohl das regelungstechnisch eigentlich eine Regelungsaufgabe ist. Aber diese Ungenauigkeit der Trinkwasserwirtschaft, da möge man verzeihen. Prinzipiell gibt es zum Entwerfen von Kanalsteuerung drei Möglichkeiten. Also weltweit, wenn Sie in eine Kanalsteuerung reingucken, es steckt eigentlich immer eine von diesen drei Methoden dahinter. Man kann entweder explizite Regeln definieren, wenn dann Regeln, also wenn Wasserstand sehr hoch, dann schalte eine Pumpe ein. Solche Regeln kann man dann in Steuerungssprachen, beispielsweise Structure and Text, beschreiben. Kann es erweitern auf Fuzzy-Regeln, man kann auch über selbstlernende Regelsysteme nachdenken, etc. Eine zweite Variante ist die Nutzung eines verallgemeinerten Reglerkonzeptes. Sozusagen vorkonfigurierte Regler, die man entsprechend der Netzwerktopologie miteinander verbindet, miteinander verschaltet, die untereinander kommunizieren und für eine gute Koordination der Abflussmengen sorgen. Dieses verallgemeinerte Reglerkonzept basiert auf einem Projekt, was wir vor langer Zeit mit der Stadt Magdeburg hatten. Da sind die Kernideen zu diesem Reglerkonzept entstanden, was mittlerweile sich in der Literatur, auch einige Firmen haben sich daran gearbeitet. Also das ist sozusagen entstanden hier in Magdeburg. Und es ist die einzige Kanalnetzsteuerungsmethodik, die in der Literatur ausführlich beschrieben, dokumentiert und auch einer soliden regelungstechnischen Untersuchung bestimmte Stabilität und so weiter unterzogen worden ist. Die dritte Möglichkeit, auch oft im Einsatz,
beispielsweise in Barcelona oder in Quebec City, ist die modellprädiktive Regelung, wo sozusagen ein internes Simulationsmodell in jedem Steuerungszeitschritt aufgerufen wird, um mithilfe des internen Modells die im jeweiligen Moment beste Steuerungsentscheidung zu finden. Es ist bisher nur mit Spezialsoftware oder nur mit aufwendiger Kopplung verschiedener Software möglich gewesen. Das ist jetzt einfacher, kann man alles in Simba machen. In dem Beispiel heute möchte ich auf die modellprädiktive Regelung etwas genauer eingehen. Wie gesagt, ein wichtiger Bestandteil ist dieses interne Modell. Ich kann es auch als digitalen Twinning bezeichnen. Anforderung ist, es darf nicht zu lange simulieren, weil es muss viele Male aufgerufen werden in einem Simulationszeitschritt. Man muss sich Gedanken machen über Zielfunktionen, was soll eigentlich optimiert werden, welche Optimierungsverfahren verwende ich. Und wie das Eingangsbeispiel zeigte, kann auch die Anpassung des Modells an die Realität wichtig sein. Eine der Herausforderungen dieser modellprädiktiven Regelung, nicht nur im Abwasserwesen, sondern generell, ist, wie komme ich zu einem geeigneten internen Modell? Illustrieren möchte ich das Ganze an einem Literaturbeispiel, Benchmarkbeispiel, Astlingen, was definiert wurde durch die DWA-Arbeitsgruppe Integrale Abflusssteuerung, also ein System, bei dem man davon ausgehen kann, das entspricht den DWA-Richtlinien zur Bemessung von Bauwerken, zur Dimensionierung von Kanalnetzen und dergleichen. Das ist ein relativ einfaches Beispiel. Aus methodischer Sicht auch wichtig hinzuweisen, es ist ein dendritisches, also rein bauförmiges Kanalnetz, ohne Maschen. Die meisten realen Kanalnetze sind komplexer, komplizierter. Also generelle Methoden müssen auch in dem allgemeinen Fall Maschen im Kanalnetz klarkommen. Rechts oben eine Schemazeichnung. Man erkennt die 6 Speicherbecken. 4 davon werden als steuerbar angenommen. Die rote Striche in der Zeichnung deuten die Schieber an, mit denen man den Beckenabfluss steuern kann. Also auf Becken 2, 3, 4 und 6. Die Abflüsse seien als steuerbar angenommen. Dann sind dargestellt die Fließzeiten und die Volumina der Becken. Und die Aufgabe ist es jetzt, diese Beckenabflüsse so zu steuern, dass bei der gegebenen Niederschlagszeitreihe das Gesamtüberlaufvolumen minimal wird. Bevor man da ins Detail geht, sollte man das Störungspotenzial untersuchen nach der DWA-Methodik und für dieses Kanalnetz logischerweise gibt es Störungspotenzial. Dieses Beispielkanalnetz wird dynamisch, also detailliert, modelliert mit Eingangsgrößen, Rohrdurchmessern, Gefälle, Profile und dergleichen. Ermöglicht es Einzugsgebietsflächen, Niederschlagsabflussprozesse auf der Oberfläche. Also damit kann man simulieren, berechnen, wie viel Abwasser wann und wo fließt. Hier für spätere Vergleiche mal, wir haben 23 Rohre und 22 Schächte in diesem gegebenermaßen einfachen Beispiel. Dieses Modell wird verwendet als Testumgebung, als Ersatz für die Realität, um eine modellprädiktive Regelung für eben diese 4 Beckenabflüsse, die ich erwähnte, darzustellen. Als internes Modell wird ein einfacheres, ein sogenanntes hydrologisches Modell verwendet, was von dem Modul für die modellprädiktive Regelung als internes Modell aufgerufen wird.
Der Simulator Simba erlaubt es, jedes Modell, was in Simba aufgebaut werden kann, als internes Modell zu verwenden. Vor 30 Jahren hat man Kanalnetzsteuerung mit Optimierung gemacht, hat man Kanalnetz linearisieren müssen und dergleichen, wo man dann ziemlich viele Bauchschmerzen hat, weil so ein Kanalnetz ist ziemlich nicht linear. Aber jetzt kann man jedes im Grunde noch so komplexe Modell als internes Modell verwenden, vorausgesetzt, die Rechenzeit ist schnell genug. Die modellprädiktive Regelung besteht im Grunde aus zwei Bausteinen, einem sogenannten Beobachtermodell, dann einer Zustandsanpassung, also die internen Zustände im Modell werden sozusagen korrigiert, angeglichen auf Sensorinformationen aus dem realen System bzw. aus der Testumgebung, sodass die modellprädiktive Regelung dann mit diesem angepassten Modell sozusagen arbeitet. Und ohne jetzt in die Details zu gehen, das jetzt mal ausprobieren, mal ein Jahr simuliert, ohne Steuerung und mit Steuerung und auch mal mit und ohne diese Korrektur der internen Zustände, zeigt das akkumulierte Gesamtvolumen über das Jahr. Also am Ende des Jahres haben wir im ungesteuerten Basisfall 132.000 Kubikmeter Überlauf, aber mit der Steuerung 109, also etwa 25% Überlaufvolumen reduziert. Also das funktioniert ganz gut für dieses Astlingen-Beispiel. Die Realität ist natürlich komplex. Und manchmal kommt einem so ein Kanalnetz, so ein komplexes System vor wie ein Wollknäuel. Wo fängt es an, wo endet es, wie sind die internen Zusammenhänge? Und selbst bei so einem kleinen Wollknäuel kann man ja manchmal recht lange suchen. Und noch viel mehr bei so einem Kanalnetz. Hier mal ein Kanalnetz, gar nicht mal so sehr groß, Freiburg im Breisgau, mit ungefähr 23.000 Schächten und 23.000 Rohren und 375 Auslöpfen, also 375 Stellen, aus denen geplant Wasser rauskommen kann. Die allermeisten davon sind Überläufe, Regenwassereinleitungen, also Regenwassergräben oder Regenwasserkanäle, wo also nur Regenwasser sich drin befindet, aber dennoch muss man da sich zurechtfinden. Rechts mal dargestellt, einfach mal reingezoomt in das linke Bild und der rote Kasten zeigt also hier einen ganz kleinen Ausdruck, man kann hier das Rechteck kaum erkennen, also das ist nur dieser kleine Teil von dem Kanalnetz, also kann man sich mal ausmalen, wie komplex eigentlich dann das gesamte Netz der gesamten Stadt ist. Traditionell im Ingenieurwesen würde man ein Grobnetz erstellen, dann hat man nicht 23.000 Teilchen, sondern vielleicht so 3.000 Teilchen, was aber für viele Untersuchungen immer noch etwas mühsam und schwerfällig sein kann und insbesondere noch weit davon entfernt ist, geeignet zu sein für ein internes Modell im Rahmen einer modellpräventiven Regelung. Also wie kommt man zu noch schnelleren internen Modellen? Im Forschungsprojekt ISUR, wo wir mit der Firma Grimwater Solutions zusammenarbeiten, da entwickeln die Kollegen von genannter Firma Methoden des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz, um aus vielen Simulationsläufen Surrogatmodelle zu erlernen. Wir gehen aber zusätzlich noch parallel sozusagen einen Weg, um das vorhandene Systemwissen, das Domänenwissen, die vorhandenen Informationen, die wir haben über das Kanalnetz, noch bewusster auszunutzen und mit anderen Methoden aus dem detaillierten Modell
ein geeignetes, vereinfachtes Modell zu extrahieren oder zu vereinfachen, sozusagen. Sodass ich also aus dem Rollknäuel durch vier grüne Knöpfe drücken, dann automatisch mal die Kopfstruktur des Systems ergibt. Nicht gezeigt, ist kurz und nebenbei noch ein geeignetes, vereinfachtes Modell heraus, was dann beispielsweise auch für die modellprädiktive Regelung verwendet werden kann. Ganz rechts dargestellt die vorgesehene Steuerungsstruktur für das Freiburger Kanalnetz. Aber auch Freiburg ist im Grunde ein kleines Beispiel. Noch eine Nummer größer ist das Kanalnetz von Hannover, drittlängstes Kanalnetz in Deutschland mit rund 40.000 Rohren und knapp 40.000 Schächten. Und auch hier rechts dargestellt ein ganz kleiner Ausschnitt aus dem Kanalnetz. Und in Hannover noch die besondere Herausforderung, es gibt dort flache Hauptsammler. Das heißt, bestimmte hydrodynamische Prozesse sind sehr wichtig und können nicht vernachlässigt werden, sodass man für bestimmte Anwendungen dann ein Modell braucht, was sich aber auch erstellen lässt, in dem hydrodynamische, detaillierte Modellierungsansätze und hydrologische, vereinfachte Modellansätze in einem Modell miteinander gekoppelt sind. Auch das ist möglich. Und hier ein gutes Anwendungsbeispiel dafür. Dann stellt sich bei einem digitalen Spinning natürlich auch immer noch die Frage, wie kann das dann am Ende rein praktisch implementiert werden? Darauf möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen, das könnte nochmal leicht ein separater Vortrag sein. Aber hier mal so als Grobskizze dargestellt, eine Implementierungsarchitektur, die wir für dieses Projekt in Hannover vorschlagen würden. Also der digitale Zwilling, der orangene Kasten, bekommt Informationen über Niederschlagsdaten und Niederschlagsvorhersagen, erzeugt von den Niederschlagsexperten im Projekt der Firma Hydro Meteo in Lübeck. Und Sensordaten aus dem Messnetz im Kanalnetz zu Hannover. Schnittstelle zwischen Sensorik und Simulationsmodell und Simulationsmodell und Aktorik kann die Open Source Schnittstelle IFA-QAS sein, die also diese Kopplung übernehmen kann und dann dafür sorgt, dass beispielsweise die Informationen, die für Visualisierung des Systemzustandes und Steuerungsempfehlungen oder, falls gewünscht, auch direkt die Steuerung selber in die Hand nehmen könnte. Und um jetzt Probleme oder Herausforderungen zu begegnen, die sich gerade Wasser- und Abwasserwesen stellen, kriegt man die Infrastruktur. Da sind Daten nochmal eine ganz besonders heikle Angelegenheit, ist hier also in der Architektur der Vorschlag, dass die Daten, die gebraucht werden, auf einen externen Server über speziell gesicherte Wege ausgeschrieben werden, sodass man nicht von der externen in die Leitwarte des Stadtwasserbetriebes sozusagen. Ja, damit bin ich eigentlich schon fast am Schluss. Ich möchte hier nochmal hinweisen auf die sehr wichtigen Beiträge zu den Arbeiten durch unsere Studierenden. Kathleen kennt jede Schachtnummer in Freiburg auswendig. You know each junction number of Freiburg by heart. Vaditya Amrati. You know all the details of the hydrodynamic Öftringen example model. And Helie, she has an interesting case study of
Beauport City District of Quebec City, with about 700 north and 700 junction. Ja, zusammenfassend, also die Erstellung eines digitalen Zwillings hat seine Herausforderungen, aber kann sehr lohnend sein. Wichtig ist dabei, sich über die Zielstellung klar zu werden. Das Thema der Datenzugriffsrechte, insbesondere bei kritischer Infrastruktur, muss bedacht werden. Beim Entwerfen von Digital Twinning ist die Nutzung von Fachdomänenwissen nicht nur hilfreich, sondern unerlässlich. Und das Zusammenwirken verschiedener Disziplinen sichert den Erfolg. Also Informatik, Regeltechnik, Mathematik, verschiedene Teilgebiete der Mathematik, Hydrodynamik, Topologie, etc. etc. Die Ingenieurwissenschaften natürlich und auch generelle Methoden der Systemanalyse, Optimierung und dergleichen. Nur durch das Zusammenwirken der Disziplinen kann man zum Erfolg kommen. Und IFAG mit seinen verschiedenen Geschäftsfeldern und seinen verschiedenen Anwendungsgebieten bietet Ihnen da aus verschiedenen Anwendungsdomänen Fachwissen, Expertise aus der Praxis, aber auch aus der Forschung. Danken ist zum einen der Initiative Mittelstand Digital des Bundeswirtschaftsministeriums für die Möglichkeit, diese Dinge vorstellen zu können, und dem Bundesforschungsministerium für die Finanzierung der eigentlichen Forschung, wo ich jetzt aus mehreren Projekten berichtet habe. Und hier nochmal ein Überblick über die Geschäftsfelder des IFAG mit den verschiedenen Themenstichpunkten, sodass Sie also nicht nur, wenn Sie Anliegen haben im Bereich Wasser und Energie, sondern auch zu den anderen Anwendungsfeldern des IFAG stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Und im Rahmen der Mittelstand Digital-Maßnahme gibt es auch das Angebot von Digitalisierungssprechstunden. Also wenn Sie als Unternehmen nochmal ein genaueres Gespräch über Möglichkeiten der Digitalisierung suchen, können Sie das kostenlos in Anspruch nehmen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.